Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Morgen an diesem Sonntag. Wir begrüßen dich ganz herzlich. Schön, dass du einschaltest. Schön, dass du dieses Mal wieder mit dabei bist bei dem Thema, wie du jederzeit investieren kannst, wie die Reichen. Ich begrüße dazu den Gründer der Geldhelden, Marco Lachmann-Anke. Hallo Marco, schönen guten Morgen und schön, dass du da bist. Hallo Sebastian, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Marco wird uns gleich etwas über die Weiterentwicklung von unserem Money Hero Token erzählen. Es gibt vieles Neues, zum Beispiel, wie du an unseren Masterminds teilnehmen kannst und natürlich auch, wie du investieren kannst, wie die Reichen. Also sei schon mal sehr gespannt. Marco wird gleich mit seinem Vortrag loslegen und uns über die neuen Highlights informieren. Bevor es allerdings losgeht, noch die organisatorischen Dinge. Marco wird, wie alle anderen Speaker auch, seinen Vortrag völlig werbefrei durchziehen. Es wird keine Werbepause geben in dem Sinne. Von daher nutze noch einmal die Chance, dich vorzubereiten. Mach's dir gemütlich, hol dir was zu schreiben, was zu trinken. Denn es ist natürlich immer mega ärgerlich, wenn man in einem spannenden Vortrag aufstehen muss und vielleicht sogar die wichtigsten Teile verpasst. Ansonsten bist du wieder herzlich eingeladen, auf unsere Hauptseite zu kommen. Das ist die, ich poste es einmal hier in den Chat rein. Das ist, ich kann es auch einmal hier einblenden, geldhelden.org/Finanzcrash. Hier ist unsere Hauptstreaming-Seite. Wir streamen ja wieder in unzählige Kanäle. Und solltest du Probleme haben mit dem Bild oder mit dem Ton, dann bist du herzlich eingeladen, hier auf die Seite zu kommen. Du findest hier auch die ganze Agenda, was heute noch am Finaltag an Themen ansteht. Und ja, ansonsten, wir laden dich auch wieder herzlich ein, wenn Marco jetzt gleich seinen Vortrag macht und du irgendwelche Fragen hast. Nutze die Kommentarfunktion, poste einfach deine Fragen und Marco wird sie dann während dem Vortrag oder nach dem Vortrag sehr gerne beantworten. Okay, Marco, dann darfst du sehr, sehr gerne starten mit deinem Thema Investieren wie die Reichen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Jetzt muss man auch noch mal die Präsentation starten. Ja, einmal freigeben, einen Moment. So. Genau, und ich mache jetzt auf Vollbild. Kannst du das sehen? Ja. Sehr schön. Also ich sehe jetzt gar nichts mehr. Ich sehe nur noch meine eigene Präsentation. Das heißt, wenn irgendwas ist, Sebastian, einfach Mikro anmachen, reinquatschen, damit ich es mache. Mache ich. Alles klar. Ja, dann herzlich willkommen nochmal. Erstmal vielen Dank, Sebastian, für die Anmoderation. Und herzlich willkommen an ganz, ganz viele Geldhelden, Money Heroes, die jetzt gerade hoffentlich mit drin sind und ja, gespannt warten, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Viele haben uns ja jetzt schon vielleicht 5 Jahre lang mitverfolgt und wissen, dass die Money Heroes, die Geldhelden, sich hauptsächlich mit dem Thema finanzielle Bildung beschäftigen. Und wir haben im Hintergrund kann man sagen, also in dem letzten halben Jahr tatsächlich schon so lange an einem neuen Projekt gearbeitet, an einem weiteren Projekt gearbeitet, wo wir das erste Mal so ein bisschen raus aus der finanziellen Bildung schauen und uns mal einem neuen Themengebiet widmen. Und zwar ist das ein sogenannter Investorenclub, der Money Hero Club. Und den will ich euch gleich vorstellen. Für alle diejenigen, die Fragen haben zu dem aktuellen Stand, was den Coin angeht und so weiter, ihr müsst verstehen, was wir hier im Hintergrund geplant haben, um zu verstehen, wie es mit dem Token weitergeht. Okay? Das heißt also, lasst uns erstmal diese neue Idee und diese neue umgesetzte Idee, also ist bereits alles in den Startlöchern, da komme ich ja später dazu, vorstellen und zeigen und präsentieren und dabei auch feststellen, wie wir unsere Tokenomics umstellen werden. Also, viel Spaß dabei. Und ja, investieren wie die Reichen, wer will das nicht? Das ist das Ziel von dem Money Hero Club. Und ganz kurz zu mir, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Marco Lachmann-Anke. Ich habe tatsächlich einen Doppelnamen.
Ich bin ursprünglich aus Leipzig, bin in Leipzig geboren, habe da eine Maurerlehre gemacht, tatsächlich 15 Jahre DDR miterlebt. Ja, denke dann, dass ich so ein bisschen verstehe, was Kapitalismus und Sozialismus ist und wie sich das Ganze unterscheidet. Und ja, bin da, ich sag mal so, wie viele alte Ossis sozusagen, relativ sensibel auf die aktuellen Entwicklungen. Und bin dann aber relativ schnell nach Dortmund gezogen, habe dort meine Frau kennengelernt und habe dann in Dortmund eine riesige Weiterbildungstour begonnen. Ich habe erstmal meinen Meister gemacht, bin dann Betriebswirt des Handwerks, ja, nicht aufgestiegen, sondern habe die Ausbildung dann gemacht, ein Jahr lang, um danach Architektur nochmal zu studieren. Und als Architekt durfte ich dann ein halbes Jahr in Hangzhou in China arbeiten, wo wir riesige Projekte umgesetzt haben. Also das kann man sich als deutscher Architekt gar nicht vorstellen. Wir haben unter anderem zum Beispiel an einer Stadtplanung gearbeitet, wo wir eine Stadt Mianyang von 500.000 auf 2 Millionen Einwohner hochgeplant haben. Und das ist dann immer so eine Herausforderung, wenn du dann wieder zurück nach Deutschland kommst, in einem, ich sag mal, normalen Architekturbüro, wo du dann über Dachgauben redest. Da war dann relativ schnell die Luft raus. In China hatte ich dann auch die Idee mit dem Geschäftspartner oder mit dem damaligen Freund noch und späteren Geschäftspartner und jetzigen Freund noch ein Unternehmen zu gründen. Das haben wir dann gemacht. Und dieses Unternehmen, also wenn man Unternehmer ist, der weiß das, entweder du gehst innerhalb von 3 Jahren pleite oder es läuft halt gut. Und wenn es gut läuft, dann hast du irgendwann mal die Herausforderung, dass du ja, Geld hast. Und du fragst dich dann eben, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Und in all diesen Ausbildungsstufen, die ich durchgemacht habe, also in diesen, ich sag mal, staatlichen System, also über diesen Ausbildungsberuf, über die Meisterschule, über die Handwerkskammer, Betriebswirt des Handwerks, die Universität, also wo ich Architektur studiert habe, habe ich nicht so viel über Geld gelernt und schon gar nicht, wie man anlegt und wie man Geld halt gewinnbringend anlegt, auch sicher anlegt. Und das ist mir eben dann aufgefallen. Das ist ja meistens so, dass es einem in dem Augenblick auffällt, wo man es am dringendsten braucht. Und als Unternehmer habe ich mir gesagt, okay, ich muss das irgendwie lernen. Also habe ich in Dortmund einen sogenannten Investorenclub gegründet. Ja, und da sieht man schon, die Idee ist älter, als man denkt, wo wir uns dann regelmäßig getroffen haben, so meistens 1-2 Mal im Monat und einfach mal Ideen ausgetauscht haben. Wir haben unter anderem auch das Spiel Cashflow gespielt, aber oft war es einfach so, dass einer von uns einen Vortrag gehalten hat, so 10, 15 Minuten, und dann haben wir einfach diskutiert darüber, in was man denn so alles investieren kann. Und in der Zeit habe ich tatsächlich so viel gelernt über das Investieren, über Geld, über diese ganzen Zusammenhänge, in so extrem kurzer Zeit, dass ich mir gesagt habe, ich muss das unbedingt irgendwie ins Internet bringen, in die Breite der Gesellschaft so ein bisschen. Weil nur dass du dich mit Menschen verbindest, mit Multimillionären, aber auch mit anderen, das muss jetzt nicht mal Millionär sein, aber mit Menschen, die einfach finanzielle Bildung oder finanzielle Intelligenz besitzen, und du mit 1-2 Ideen plötzlich, also bei mir war es damals so, teilweise mehr Privatverdienst als mit einem Unternehmen, so, okay, ich glaube, da liegt ein guter Schlüssel für finanzielle Freiheit und für im Grunde das Glück, weil in unserer Gesellschaft ist es nun mal so, dass vieles, was uns glücklich macht, zum Beispiel eine schöne Reise oder mal seine Freundin oder seine Frau oder seinen Ehemann zum Essen einladen und so weiter, dass das eben Geld kostet. Und ja, habe dann die Geldhelden gegründet mit vielen, vielen ja, begeisterten Menschen zusammen. Und wo das jetzt hingelaufen ist, seht ihr ja jetzt, wo wir aktuell stehen. Und genau, privat habe ich 2017 Deutschland verlassen. Bin seitdem als digitaler Nomade unterwegs, also sozusagen arbeite von überall, wo ich meinen Computer anschließen kann, als Internet, und lebe jetzt seit Thailand, weil wir einfach zu dem Zeitpunkt hier hängen geblieben sind und ja, das Bewegen dann nicht mehr so angenehm war. Und es ist aber jetzt inzwischen auch so, dass wir sagen, wow, uns gefällt es hier so gut, dass wir uns vielleicht hier auch längerfristig niederlassen können. Gut, was ist jetzt der Money Hero Club? Im Grunde relativ eine einfache Idee, was es auch damals schon war in Dortmund. Der Money Hero Club ist im Grunde ein Club, in dem erfolgreiche Investoren ihre aktuellen Investmententscheidungen mit den Mitgliedern teilen. Ja? Das heißt also, ein Investor investiert, angenommen, er kauft sich eine Rolex. Jetzt werden viele fragen, das ist ja jetzt kein Investment, das ist ja eine Uhr. Naja,
denk nochmal drüber nach. Vielleicht ist es ja doch ein Investment. Schau dir mal an, wie die Preise einer Rolex sich in den letzten Jahren entwickelt haben und wie sie sich vielleicht in Zeiten einer Krise, die ja gerade vor der Tür steht oder die jetzt sich schon warnt über die Inflation, wie sich das dann entwickeln wird. Von daher merkt ihr schon, es kann spannend sein, mal zu schauen, was Investoren an sich so tun. Das muss nicht immer die tolle Aktie sein oder tolle Kryptowährung oder sowas. Das können einfach mal Investitionen sein, über die man noch nachgedacht hat. Zum Beispiel in eine Goldmine zu investieren oder sowas, ja. Und genau, im Grunde, ihr seht das in dem Bild, der Money Hero Club. Auf der einen Seite sind so die Vorbilder, die Erfolgsinvestoren, aber eben auch die Finanzinfluencer, die ihre aktuellen Investmententscheidungen teilen. Und auf der anderen Seite sind die Communities, die Privatinvestoren und die Follower von den Finanzinfluencern, die einen Zugang, und das ist jetzt neu und besonders, über ein NFT-Ticket erhalten. Wie das genau funktioniert, mache ich gleich. Wenn ihr aber jetzt schon eine Frage dazu habt, dann stellt die mal bitte in den Chat rein, weil mich interessiert natürlich, welche Fragen bei dieser Präsentation an welcher Stelle auftauchen. Ja? Vieles beantwortet sich, aber stellt sie trotzdem mal bitte. Gut, also die Frage ist, welches Problem löst denn dieser Club für die Mitglieder? Und da müssen wir jetzt ein bisschen zurückgehen. Es ist nur eine persönliche Meinung. Es kann sein, dass es ganz anders ist, aber Gefühl und das, was ich erlebe in meiner Ausbildung, in meiner Schulzeit, in meiner Ausbildungszeit, in meiner Meisterschule, in der Universität und so weiter, ist mein Gefühl, dass es da nicht hauptsächlich darum geht, Wissen zu lernen, sondern geht es eher darum, gewisse Verhaltensweisen zu lernen. Und zwar, welches Verhalten meine ich damit? Das Verhalten, der Lehrer hat immer recht. Oder es gibt richtig und es gibt falsch. Und wenn du nicht das so machst wie der Lehrer, dann ist das falsch. Später ist es der Chef oder der Politiker oder der Beamte oder wer auch immer. Aber es ist immer dasselbe Struktur, dasselbe Muster. Ich selbst muss nicht entscheiden, da gibt es immer jemanden, der für mich entscheidet. Und das führt dazu, dass viele Menschen, und jetzt fühl mal da rein, viele Menschen wirklich Angst haben, eine Entscheidung zu treffen. Und gerade bei dem Thema Investments sehe ich das sehr, sehr stark, dass viele Angst haben, Entscheidungen zu treffen, sie gar nicht treffen können oder gar nicht treffen wollen. Und selbst wenn sie eigene Entscheidungen treffen, dass sie es da nicht umsetzen, weil ihnen noch jemand fehlt, der das auch entschieden hat. Eine Art, ich muss meine Entscheidung absichern. Ja, ihr kennt das, das habt ihr alle schon mal gehört. Das ist so, ich würde es nicht typisch Deutsch nennen, aber das ist so typisch, weiß ich nicht, also typisch, was ich so erlebe. Ja, und das ist der häufigste Grund, warum man verliert, warum man keine guten Investmententscheidungen trifft, weil man eben diese Angst hat davor. Und bei vielen Menschen ist es auch so, die trauen sich nicht, weil sie den richtigen Zeitpunkt nicht einschätzen können. Und dieses Problem versuchen wir so zu lösen. Also wie lösen wir dieses Problem? Und zwar wird dieser Club, sieh mal meine Maus, nehmen, wird dieser Club auf Basis eines Discord-Channels also funktionieren. Discord, wer das nicht kennt, das ist so eine Art, so eine Art Telegram-Kanal oder WhatsApp-Kanal, wo es aber verschiedene Unterkanäle gibt. Das heißt, du hast nicht diesen einen riesen Stream, wo alle reinposten und so weiter, wo das riesen Chaos ist, sondern du hast schön geordnete Unterkanäle, wo jeder Investment, Guardian, so nennen wir die, also diejenigen, die ihre Investments teilen bei uns, die heißen Guardian, wo sie ihren eigenen Kanal bekommen. Und in diesen eigenen Kanal können sie halt reinposten. Und als Mitglied kannst du jetzt schauen, okay, was hat denn der Investor gemacht? Ach, was hat denn der gemacht? Ach, der hat auch wieder was gepostet, was hat denn der gemacht? Ja, und so kannst du dir dein eigenes Bild bilden, wo vielleicht machen ja drei von exakt dasselbe und dann kann man sich ja überlegen, dann hat man vielleicht diese Bestätigung braucht, jetzt mache ich es auch. Ja, und genau darum geht es im Endeffekt. So, nochmal, die Mitgliedschaft wird durch den Kauf eines, das Halten eines NFT-Tickets bestätigt. Deswegen übrigens auch Discord, weil wir haben dort wundervolle Systeme installiert, sogenannte Bots, die automatisiert, also du musst dort dein Wallet verbinden, dann
schaut dieser Bot, und wenn du es hast, kannst du rein, verkaufst du es irgendwann, fliegst du wieder raus. Und diese Automatisierung auf Blockchain-Ebene, die fanden wir so gut, dass wir das auf jeden Fall mit Discord machen. So, jetzt ist es ja so bei NFTs, das Ticket ist ja erstmal toll, das kann man sich ja normalerweise auch kaufen, dann ist das Geld halt weg. Hier hat man jetzt ein NFT-Ticket, das kann man ja wieder verkaufen. Und das Ticket an sich ist also schon Investment. Ja, natürlich, ich kriege die Inhalte, ich kriege dann die ganzen Investment-Tipps, aber es könnte ja auch sein, dass der Floorpreis ist der unterste Preis, also wenn jetzt, sagen wir mal, 10.000 Tickets zum Verkauf stehen oder überhaupt existieren und ein paar davon stehen zum Verkauf, derjenige, der den geringsten Preis hat, das ist der sogenannte Floorpreis. Das heißt, jemand, der jetzt das Ticket kaufen will, nimmt natürlich den günstigsten Preis. Ja? Und wir möchten natürlich gemeinsam mit euch diesen Floorpreis stabil halten oder am besten zum Steigen bringen. Deswegen werden wir regelmäßig einen Floorpreis empfehlen. Und ich meine, wer sich nicht dran hält, ist selber schuld. Aber wenn sich der Großteil dran hält, wird natürlich der Floorpreis über die Zeit steigen. Okay? Dann wird es auf jeden Fall ein Launchpad geben. Das gibt es schon. Ich habe es geschrieben, interne und externe NFT-Projekte, hauptsächlich für interne NFT-Projekte, denn, das werden wir gleich sehen, jeder Investor kriegt quasi einen eigenen Launch. Jeder Investor kriegt auch ein eigenes NFT. Ja, das heißt, man kann zum Beispiel von zwei verschiedenen Investoren hat man zwei verschiedene NFTs, die denselben Nutzen haben. Also man kommt in den Club rein, aber die sehen halt verschieden aus. Ja. Das ist ja vielleicht für Sammler ganz interessant. Oder vielleicht, wer jetzt sagt, ich will lieber dem einen folgen als dem anderen, ich kaufe lieber sein Ticket, ist das halt auch ganz interessant, dass man sich entscheiden kann, für welches Ticket. Vielleicht sind ja auch einige wertvoller als andere Tickets. Das werden wir sehen im Laufe der Zeit. Das wissen wir natürlich. So. Wer so ein Ticket hält, wer also im Club Mitglied ist, der hat zwei Möglichkeiten, was er mit dem Ticket machen kann. Er kann es einfach liegen lassen auf der Blockchain, dann ist es quasi auf dem Markt verfügbar. Das heißt, jemand könnte Ihnen ein Angebot dafür machen und er könnte es dann verkaufen. Okay? Wenn er aber sich dafür entscheidet, dieses Ticket zu staken, also festzusetzen, nimmt er es von dem Markt und für diese Zeit, wo er es vom Markt nimmt, bekommt er von uns sogenannte Rewards. Also du kannst damit quasi Geld verdienen. Indem du dein Ticket einfach hältst, in dem Club drin bist, bekommst du Rewards in Form von Money Hero Token. Kommen wir gleich dazu, wie das funktioniert. Und das ist jetzt noch so ein zusätzliches Extra, wir werden die besten Krypto-Bots bzw. NFT-Bots nach Umfragen, also das entscheide ich wir, das entscheidet ihr, also alle Clubmitglieder, wir werden Umfragen machen, werden dann ein paar Bots zur Auswahl stellen und für was ihr euch entscheidet, die werden wir dann kaufen und installieren. Ja, wisst ihr, was das ist? Also ein Bot ist ja ein Roboter und dann gibt es zum Beispiel einen Bot, ganz einfach, der sagt, welcher Coin im gesamten Krypto ist heute am meisten gestiegen und am meisten gefallen. Ja, und das ist ja vielleicht irgendeine interessante Information. Ja, und da gibt es halt zig verschiedene Bots, die Dinge anzeigen können. Gut, jetzt schauen wir uns mal die andere Seite an. Denn damit sowas funktioniert, so ein Club, muss es ja für beide Seiten irgendeinen Mehrwert geben. Das heißt, es kann nicht sein, dass nur eine Seite einen Mehrwert hat, sondern wir sind hier in einem zweiseitigen Markt. Das heißt, die andere Seite muss auch stark davon profitieren, um mitzumachen. Ja, je mehr sie davon profitiert, desto coolere Leute kommen rein, weil sie ja davon profitieren. Okay? So, also wie sieht es jetzt aus der Perspektive der Guardians aus? Der Investoren. Investoren und Finanzinfluencer haben oft folgende Probleme. Sie suchen mehr Reichweite bei Investoren. Sie suchen oft mit Investoren, die das eigene Investment stabilisieren. Das will ich kurz erklären. Wenn du die Möglichkeit hast, zu investieren, zum Beispiel, du kaufst, nochmal angenommen, 10.000 Aktien von Apple. Ja, da musst du schon sehr, sehr viele Mitinvestoren finden, damit da überhaupt irgendwas passiert. Also das hat nichts mit Marktmanipulation zu tun, sondern dann willst du aber, gerade als Influencer, dann willst du, dass die anderen das wissen, dass du da rein investiert hast, in der Hoffnung, dass ein paar davon auch mit rein investieren, damit wenigstens der Kurs stabil bleibt, nicht sofort anfängt zu fallen, vielleicht sogar anfängt zu steigen, dass du vielleicht so einen Effekt auslöst dadurch. Ja? Und diese Investoren, ja, ist im Grunde das, was Finanzinfluencer suchen. Also man hört es immer ganz oft, ich habe gestern so und so viel da rein investiert und so weiter.
in der Hoffnung eben, dass andere das auch machen. So, ja, viele Menschen, die an der Öffentlichkeit stehen, die nach außen gehen, Superstars sozusagen, die suchen natürlich auch Anerkennung. Ich meine, wenn du jetzt ein Investment gefunden hast, einen Trade gemacht hast oder sowas, was 1000% Gewinn macht, dann willst du auch andere Leute mitbekommen. Ja, das soll jetzt kein Geheimnis sein oder ich meine, du hast dann zwar damit Geld verdient, aber es ist ja noch schöner, wenn du anderen vielleicht dabei helfen konntest, die auch viel Geld verdient haben und gemeinsam macht sowieso mehr Spaß und dass du dann aber eben auch die Dankbarkeit bekommst. Also, dass viele auch sagen, Mensch, klasse, danke für den Tipp damals, super geil, ich habe so und so viel Geld verdient damit. Das sehen wir ja auch in der Community ab und zu mal, wenn es dann Erfolge gibt. Genau, dann gibt es natürlich gerade bei finanziell intelligenten Menschen, eine ist, man kann durch Spekulation oder durch Investitionen sein Geld, was man hat, vermehren. Super. Das andere ist aber auch, und das, ich glaube, je weiter man drin ist, und viele von euch sind es ja, desto wichtiger wird das. Denn Märkte schwanken, das ist einfach so. Und umso wichtiger ist es, dass du eine regelmäßige passive Einnahmequelle hast. Denn in dem Augenblick, wo der Markt, wo es nur nach oben geht, alles super, wo es aber auch nach unten geht, dann willst du eigentlich Kapital haben zum Investieren. Und dann ist eine rentable passive Einnahmequelle total super, damit du regelmäßig weiter investieren kannst, gerade wenn der Markt niedrig ist. Ja? Schnelles Wachstum versteht sich von selbst. Und das haben wir festgestellt, dass Menschen, die in einer Sache besonders gut sind, zum Beispiel im Investieren, andere Sachen vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Zum Beispiel eben eine auf Smart Contract basierende Plattform mit der Verbindung zu Discord umzusetzen und die zu pflegen, also mit Support und so weiter. Also diese ganzen technischen Herausforderungen, das haben wir bereits gelöst. Und wie genau lösen wir das jetzt? Also das war jetzt erstmal die Probleme. Und jetzt, wie löst jetzt der Club die Probleme für die Investment Guardians? Und zwar wird es, das ist das Ziel, nicht sofort, nicht, es wird irgendwann mal 10.000 Follower-Investoren im Club geben. Sehr wahrscheinlich wird es sogar mehr geben. Ich zeige euch auch, warum. Also wir begrenzen das nicht auf 10.000. Und ich zeige euch auch, warum das egal ist, ob es und der Preis trotzdem stabil bleibt oder sogar steigt. Dadurch wird es natürlich viel Nachahmerinvestoren geben, um das Investment abzusichern. Haben wir gerade lange besprochen. Jeder Investment Guardian bekommt natürlich ein NFT. Und das ist super. Ja, wir haben darüber gesprochen. Anerkennung, Autorität, Fame. Ein eigenes NFT zu besitzen, ohne diesen technischen Background zu haben, wie kriege ich das denn umgesetzt, ist eine super Sache, finde ich. Ja. Zusätzlich bekommt der Guardian 50% der Einnahmen, die über sein eigenes NFT generiert werden. Wir haben eine Tabelle mit Zahlen. Ich zeige euch gleich, wie viel das ist. Der Zielgruppenaustausch zwischen den Guardians, das will ich ganz kurz erklären. Wenn du, sagen wir mal, 10 Guardians da drin hast, 10 Investoren, jeder Investor bringt 100, 200, 300 Mitglieder mit rein, dann sind dort insgesamt, sagen wir mal, 3.000 Leute drin. Und natürlich, ich treffe meine Investments. Vielleicht ist aber jemand, der durch mich mit reingekommen ist in den Club, auch interessiert an den Investments von den anderen. Es passieren plötzlich diese Durchmischung der Zielgruppen. Ja, Zielgruppen aus Winkel der Investoren. Natürlich für die Mitglieder ist das total super, weil die haben jetzt 10 verschiedene Ideen, wie sie investieren können. Ja, und das ist halt, finde ich, im Zeitalter des Internets, das Wertvolle, was man machen kann, indem man zusammenarbeitet, indem so viel zusammenarbeiten und so viel möglich Informationen durch alle geteilt wird, dann haben alle am meisten davon. Und natürlich haben wir das Ganze technisch umgesetzt. Wir haben auch bereits, lieben Gruß an Michael, so einen Support-Mitarbeiter, der den Discord-Channel quasi mit dem Support unterstützt, mit seinem Support und der da auch große Erfahrung hat und das sehr, sehr und genau, also wir haben quasi diese NFT-Lösung bereits umgesetzt. So, jetzt kommen wir mal so ein bisschen ans Eingemachte. Wie sieht das Ganze denn aus? Hier sieht man jetzt zwei Beispiele, wie so ein NFT aussehen kann. Das eine, neutraler Zugang. Ich sage es mal, wo jetzt kein Guardian mit drauf ist, sondern einfach das Logo. Neutraler Zugang zu dem Club. Ein einfacher Zugang zu dem Club kostet im ersten Launch 0,2 ETH in etwa.
Also ich will ja keine genauen Zahlen oder das sollen jetzt, also haltet mich nicht fest auf diese Zahlen. Wir haben schon eine Whitelist rausgeschickt für die, die es wissen. Die, die es ausgefüllt haben, die haben nämlich die Chance gehabt, für 0,111 im ersten Launch zu kaufen. Aber der offizielle Verkauf wird 0,2 sein, beziehungsweise 0,222 ETH. Auf der anderen Seite seht ihr jetzt von dem Vincent ein NFT, der nächste Woche, da kommen wir gleich dazu, eine neue Mastermind bei uns starten wird. Und zwar eine Mastermind zu dem Thema Optionshandel. Das heißt, die zweite Möglichkeit, wie man in den Club reinkommen kann, ist, indem man Mitglied in einer Mastermind wird und man erhält über das NFT zusätzlich Zugang zu dem Money Hero Club. Ja? Der Unterschied zu dem normalen Zugang ist, eine Mastermind kostet mindestens $6,000, also 2 ETH aktuell. Es schwankt gerade ein bisschen, aber ihr wisst schon, so ungefähr. Okay? Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, bitte in den Chat rein. Ich sehe es gerade leider nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, welche Fragen kommen. So, jetzt ganz kurz, oder was ist kurz? Die Tokenomics. Also wie funktioniert das Ganze? Und jetzt bitte, passt vor allen Dingen mal auf, und ich erkläre euch das auch gleich mal, was sich mit dem zukünftigen Projekt, also mit dem zukünftigen, mit der umgestellten Tokenomics sozusagen, von dem jetzigen Modell, dass wir Money Hero Tokens staken, auf das neue Modell, dass wir NFTs kaufen und staken, was sich da genau ändert und was das für den Coin bedeutet. Also, die Grundlage ist weiterhin der Money Hero Token. Ja? Hier steht es bereits, dass es einmal auf der Tezos ist, einmal auf der Ethereum Blockchain. Das liegt daran, dass wir die NFTs in erster Linie über die Ethereum Blockchain launchen, weil die meisten, die dann mit reinkommen, sich mit auskennen. Wir wollen es den Mitgliedern so einfach wie möglich machen. Ja? Der Token muss deswegen auch auf Ethereum liegen, weil wenn diejenigen, die über Ethereum ein NFT gekauft haben, natürlich auch über Ethereum, also über den Ethereum Money Hero Token ausgeschüttet werden, ja, also die Staking Rewards bekommen. So. Wenn jetzt ein Käufer ein NFT kauft, dann geht dieses Geld erstmal komplett in den Token rein, zu 100%. Die Liquidität. Was das für den Token bedeutet, kann man sich vorstellen. Wenn dieser Käufer dieses Ticket wieder verkauft oder andersrum, wenn gerade kein neuer Long stattfindet und jemand anderes in die Mastermind rein will oder nicht in die Mastermind, vielleicht nur in den Money Hero Club rein will, dann muss er ja am Zweitmarkt, nämlich bei OpenSea, ein Ticket kaufen. Und bei wem kauft er das? Er wird denjenigen ein Angebot machen, die bereits ein Ticket halten. Ja? Und so wird ständig dafür gesorgt, dass ein Angebot und eine Nachfrage da ist. Der Unterschied zu dem Hauptkauf ist, dass nur 90% des Verkaufspreises Verkäufer gehen, also der erste Käufer sozusagen ist ja jetzt der Verkäufer, und 10% davon gehen wiederum in den Token. Warum ist das so wichtig? Bei dem Staking war es bisher so, dass der Käufer gar kein Käufer war, so, er war nur ein Mieter, ja, der hat uns quasi Geld geliehen oder nicht uns, sondern in den dezentralen Token Money Hero reingesteckt, hat es gestaked, hat dabei Zugang zu finanziellen, zum Mastermind, und nach einem halben Jahr zieht er es aber wieder raus. Und genau dort ist der Konstruktionsfehler aktuell, oder deswegen schwankt das so stark aktuell und vor allen Dingen eher nach unten, weil eben dieses Geld wieder rausgezogen wird. Bei diesem Modell, bei diesem neuen Modell, wird das Geld nicht wieder rausgezogen, ohne diesen Effekt zu verlieren, dass man ja das Geld zurückbekommt, indem man es jemand anderem verkauft. Ja, das heißt also, wir haben sowohl den einen Vorteil als auch den anderen Vorteil. Und das ändert im Grunde alles. Für die Stabilität, vielleicht auch sogar für die zukünftige Bewegung. Ich will nichts versprechen, aber das wird auf jeden Fall viel Liquidität in den Token bringen. So. Jetzt kommen wir zu der Seite der Investment Guardians. Natürlich, wir haben ja gesagt, die bekommen 50% in Einnahmen. Das heißt, das wird aus den Token wieder rausgenommen. Zusätzlich bekommen alle Investment Guardians, die aktuell drin sind, also wenn es 5 sind, sind es 5, wenn es 10 sind, sind es 10, wenn es mehr sind, sind es mehr, kriegen die monatlichen Gebühren, also 10% sind ja Gebühren,
die Hälfte davon verteilen wir auf alle Guardians gleichmäßig. Ja? Und da sind wir wieder bei diesem Einkommen. Das heißt, so ein Investment Guardian profitiert, dass die Tickets überhaupt existieren. Ja? Nicht so wie in irgendeinem MLM-Team, wo man immer wieder neue Leute finden muss und nur dann profitiert. Nee, dieses Ticket existiert einmal. Und wenn das den Besitzer wechselt, der Token, aber auch der Guardian einen gewissen Anteil davon. So, jetzt gibt es aber auch noch Ausgaben. Wir haben ein sogenanntes Affiliate-System installiert. Das bedeutet, wenn jetzt jemand einen Investor kennt, der Bock hätte, bei sowas hier machen, der vielleicht sogar schon eine Community hat, also wo man damit rechnen kann, dass 100, 200, vielleicht sogar 1000 Leute mit reinkommen in den Club, dann bekommt ein Affiliate 10% dieser Einnahmen plus 10% der Gebühren. Also auch ein Affiliate kann sich quasi ein dauerhaftes passives Einkommen aufbauen plus eine einmal relativ hohe Summe, kommt darauf an, wie viel mit reinkommen, ja, als Provision behalten. Ich zeige euch auch noch gleich die Zahlen dazu. Die Rewards müssen natürlich auch aus dem Pool bezahlt werden. Wir haben jetzt aktuell 20% Rewards angesetzt. Das werden wir auch halten. Und dann bleibt, also wenn jemand rechnen kann, ne, 100% gehen rein, 10% plus 20% plus 50%, da sind wir schon bei 80%, bleiben noch 20% über. Und diese 20%, da tragen wir natürlich die Kosten der Mitarbeiter, die Kosten für die Programmierer und für alle anderen Kosten plus der Gewinn. Und der Gewinn bleibt quasi in dem Token drin liegen. Das ist quasi die Wertsteigerung des Token. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, es gibt auch mal jemanden, einen Investor, der mit reinkommt, wo es keine Affiliate-Provision gibt. Dann sind 10% natürlich mehr drin. Ja? Und noch mal ganz kurz, weil ja im Vorfeld so viel diskutiert wurde, wie es weitergeht mit dem Token und so weiter. In dem Fall kriegt der Token eine ganz andere Relevanz. Denn auf der einen Seite kommt jetzt dauerhaft mehr Geld rein und auf der anderen Seite geht weniger Geld raus. Ja, nur noch mal drüber nachdenken, was das für die Zukunft des Coins bedeutet oder des Tokens bedeuten könnte. Übrigens hat er sich schon wieder stabilisiert und wird sich wahrscheinlich heute auch noch stabilisieren. Denn vielleicht ist das ja jetzt, also für jemanden, der das jetzt verstanden hat, eine gute Möglichkeit zu sagen, hey, ich kaufe jetzt dieses, oder ich kaufe es nicht, sondern ich stake dieses Finanzcrash-Paket, um hier mit dabei zu sein, wenn das hier losgeht. Weil dann habe ich den Token und ich habe noch das Paket, Finanzcrash-Paket. Ne? So, kommen wir zu Zahlen. Also ich habe jetzt 0,2 angesetzt, das ist auch sauberer, das lässt sich besser rechnen. Auf der linken Seite sieht man die Anzahl der Token und bei einem Preis von 0,2 ETH am 29.04., das ist nicht von heute der Kurs oder der Kurs, wo ich die Präsentation erstellt habe, am 29.04. würde ein Investment Guardian $292 verdienen. Der Affiliate würde $29 erhalten. Diejenigen, die staken, würden $96 mehr in den Pool bekommen. Und die Liquidität in den Token würde um $196 steigen. Die anderen Zahlen könnt ihr ansehen, aber nur mal, damit ihr seht, wie schnell das skaliert, schaut mal bitte an, nur mal die nächste Position bei 100, also wenn jetzt 100 mit reinkommen würden, also angenommen, da ist ein Investor, der hat eine kleine Community, da sind, keine Ahnung, 10.000 oder 20.000 Follower bei Instagram, macht dort ein bisschen Werbung dafür, dass er jetzt im Money Hero Club mitmacht, 100 Leute tragen sich in die Whitelist ein und kaufen einen für 0,2 ETH ein Ticket zu dem Club, dann würde dieser Investor direkt $29.200 verdienen. Der Affiliate, der den Kontakt hergestellt hat, würde $2.920 verdienen. Es würden $9.636 in Staking Rewards reingehen und $19.564 in Liquidität in den Token reingehen. Also ihr merkt, was da für ein Potenzial dahinter ist. Und ich will gar nicht über diese großen Fantasiezahlen reden. Ich sage euch gleich, wer schon zugesagt hat, aber es gibt schon ein paar Investoren, die eine etwas größere Community haben als nur vielleicht 10.000, 20.000 Follower. Okay, hier das Ganze nochmal am Beispiel von dem, ja, der Mastermind von dem Vincent.
eine Mastermind muss natürlich viel, viel mehr kosten am Anfang. Wir hatten damals beim Staking $6,000 angesetzt. So ungefähr würde ich das gerne halten wollen. Das heißt, für den Vincent wäre es cool, wenn dann 100 Leute, gehen wir direkt mal in die zweite Zeile, wenn 100 verkaufte Tickets da wären. Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass immer so um die 50 verkauft werden, manchmal 60. Aber nur mal angenommen, es wären 100, lässt sich einfach rechnen, dann würden das 200 ETH sein, 292.000 US-Dollar. Jetzt merkt ihr schon, das geht schon echt in gute Höhen. Der Affiliate würde schon 30.000, also 29.200 verdienen. Staking Rewards von knapp 100.000 und Liquidität für den Token knapp 200.000. Also ihr seht, was sich da wirklich jetzt bewegt in Zukunft. Und genau, hier seht ihr schon so ein paar Investment Guardians, die noch nicht drin sind. Denkt daran, wir machen das Schritt für Schritt. Das heißt, wir fangen jetzt mit dem Vincent an. Und wer danach kommt, wird noch eine Überraschung. Ich bin bereits mit 10 weiteren im Gespräch. Das heißt, es sind sogar noch mehr als 10. Aber ich will gar nicht zu viel versprechen. Was ich nur sagen will, ist, das ist eine Sache, die immer, immer weitergeht. Man kann auch noch in einem halben Jahr oder in einem Jahr einen neuen Investor onboarden. Und wir haben ja vor uns kurz drüber gesprochen, dass es vielleicht auch mehr als 10.000 NFTs geben wird. Ja, das wird es. Aber die Tickets sind natürlich stark begrenzt. Zum Beispiel der Vincent, wenn wir es jetzt schaffen, sagen wir mal 50 Tickets oder 100 Tickets zu verkaufen, ist dieses NFT von Vincent auf diese 100 ein für alle Mal. Das heißt, es wird dieser Club existiert, solange das alles funktioniert, nur 100 Tickets von Vincent geben. Oder, keine Ahnung, von André oder Christoph. Okay? Das heißt, obwohl wir quasi fast unbegrenzt Tickets haben, wird es eine sehr starke Begrenzung geben, weil es nur sehr, sehr wenige Originale sozusagen gibt. Okay? So, und damit will ich jetzt eigentlich auch enden. Jetzt habe ich schon ein paar Mal über den Vincent gesprochen. Wir werden nächste Woche ein Webinar veranstalten, und zwar am Samstag, zu dem Thema Optionshandel. Und wenn ihr euch dafür anmelden wollt, kostenlos natürlich, dann bitte geht auf geldhelden.org/Optionen und hinterlasst dort eure E-Mail-Adresse. Denn erstens wird der Vincent sehr, sehr spannende Sachen sagen. Ich persönlich habe null Ahnung von Optionen. Ich finde es nur mega, weil Optionen eine der wenigen Möglichkeiten ist, wo man auch bei fallenden Kursen Geld verdienen kann. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und mit Vincent werden wir jetzt das erste Mal überhaupt ein NFT launchen und Zugang zu dem Club gewähren. Denkt dran, zu dem Zeitpunkt wird nur der Vincent in dem Club drin sein. Also er ist sowohl in seiner Mastermind als auch in dem Club. Und erst später, wenn wir dann, sagen wir mal, nur einen reinen Club-Launch machen, kommen dann weitere Leute, die dann den zweiten schon sehen. Also mit jedem Launch kommt quasi ein Investor mehr rein. So, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Vielen Dank bis hierher. Und jetzt, Sebastian, bist du noch da? Ja, natürlich bin ich noch da. Ja, vielen lieben Dank, Marco, für diesen tollen Vortrag und für das ausführliche Vorstellen von unserem neuen Konzept. Ja, ich freue mich schon richtig drauf, weil vor allem für die Masterminds wird das natürlich deutlich angenehmer und einfacher sein, den Zugang zu erhalten. Man muss nicht mehr mit der Tezos-Blockchain, man muss sich die Sachen nicht in Tezos umtauschen, sondern gerade auch die Sichtbarkeit von OpenSea wird ja da auch nochmal deutlich mehr Werbemöglichkeiten oder Sichtbarkeit für die Masterminds möglich machen. Wir gucken mal auf die Fragen. Und zwar, da sind ein paar Fragen sind schon reingekommen, zum Beispiel von Frank. Der hat relativ am Anfang gefragt, welches NFT ist es denn? Ich glaube, so ein bisschen hast du es ja schon erzählt. Genau, man sieht es ja im Grunde auch im Bild drin. Also das NFT ist jetzt der Zugang zu dem Money Hero Club und zu der Mastermind von dem Vincent, also zu der Options-Mastermind. Und wir werden, wie gesagt, nächste Woche am Samstag, oder berichtige mich mal, Samstag oder Sonntag? Samstag. Also steht auf jeden Fall Samstag, genau. Werden wir ein Webinar abhalten, und nach dem Webinar haben alle, die da zuschauen, die Möglichkeit, sich in die Whitelist einzutragen. Ja, und dann werden wir ungefähr eine Woche später
für einen Tag das Ganze öffnen. Das heißt, man kann genau einen Tag lang da Mitglied werden und dann wird es wieder geschlossen. Ja, und so funktioniert das. Und das ist das erste Mal, dass wir jetzt im Mastermind mit diesem neuen NFT-System launchen werden. Ich poste den Link und die genaue Uhrzeit auch nochmal hier in den Chat rein. Dann hat das jeder nochmal direkt zum Lesen und Anklicken. Wir machen das am Samstag, den 7.5. um 19 Uhr auf der hier angezeigten URL geldhelden.org/Optionen. Und vielleicht nochmal, um Frank die Frage nochmal zu beantworten, es wird zwei NFTs geben. Es gibt einmal ein NFT, um nur in den Club zu kommen. Und dann wird es jeweils für jeden Experten ein NFT geben. Marco hat dir gerade diese Übersicht gezeigt, wer da alles schon in der Pipeline mit drin ist. Und diese NFTs brauche ich dann halt, wenn ich eben sage, ich will jetzt zu Vincent in die Mastermind oder ich will zu dem Christoph Heuermann in die Mastermind. Oder wer gestern Abend noch Lust hatte, bis um 23 Uhr mit unserem YouTuber NFT Crypto Games sich die Play-to-Earn-Themen anzuschauen. Da haben wir ja gestern Abend auch schon so einen kleinen Spoiler gemacht, dass auch der NFT Crypto Games mit dabei sein wird. Das wird dann wahrscheinlich jetzt im Juni, Juli kommen. Also auch da wird es dann wieder eine NFT-Ticketserie geben, um dann halt eben in seine Mastermind reinzukommen. Genau. Also das nochmal vielleicht zum Verständnis. Wenn ich jetzt ein NFT gekauft habe von der Options-Mastermind von dem Vincent, dann komme ich dort in diese Mastermind hinein. Habe ich allerdings jetzt einen Mastermind-NFT gekauft von zum Beispiel dem André oder von dem Oliver oder von jemand anderen, also von einer anderen Mastermind, dann komme ich natürlich nur in diese Mastermind. Was aber alle gleich haben, alle diese NFTs haben es gleich, dass du zusätzlich in diesen Money Hero Club reinkommst. So, und das ist die eine Seite, also das ist das, was wir alle kennen, die Masterminds und so weiter, da kommt man jetzt neu rein. Und die andere Seite ist, es gibt jetzt auch ein einen NFT-Zugang, wo man nur in den Club kommt. Man will gar keine Mastermind, aber in den Club rein. Das ist dann eben so ein einfaches NFT. Kann aber eben auch ein Bild drauf haben von einem Investor, wenn wir mit dem zusammen einen Launch machen für den ganz normalen Money Hero Club und für keine Mastermind. Das ist jetzt nur Zufall, Mastermind starten. Ja. Also wir werden natürlich auch dafür Sorge tragen, dass das natürlich in der Kommunikation und auf den Tickets immer klar draufsteht, für was man sich da jetzt die Zugänge holt. Und das beantwortet dann auch, glaube ich, vielleicht gerade die Frage. Also lass bitte noch die Frage. Die war interessant, weil das ist wirklich unverständlich. Im Masterminds ist es so, dass du wirklich nur in die Mastermind reinkommst, wo du das Ticket gekauft hast. Bei dem Money Hero Club ist es aber egal. Bei dem Money Hero kriegst du ein NFT-Ticket und du siehst alle Guardians. Okay? Das war eine gute Frage und das ist auch ein bisschen für nochmal genau kommunizieren. Die nächste Frage, die ist eigentlich genauso gut, weil die zieht jetzt darauf ab, der Money Hero Club ist nicht die momentane Community, also nicht. Der Money Hero Club ist jetzt kein neuer Name für unsere Academy, aber Marco, vielleicht willst du da noch einen Satz zu sagen. Genau, deswegen haben wir das auch umbenannt und ihr seht auch, wir nutzen ein anderes Logo, wir nutzen andere Farben. Das ist gerade deswegen, weil wir das trennen. Wie gesagt, wie bisher haben wir ja bei Money Hero und bei Geldhelden uns 5 Jahre lang um das Thema finanzielle Bildung gekümmert und das werden wir uns auch in Zukunft, werden wir das auch weitermachen. Das heißt, es wird viele weitere Angebote geben, Kongresse etc. Keine Angst, es geht auf jeden Fall weiter. Aber zusätzlich dazu gibt es jetzt etwas, was nichts mit finanzieller Bildung zu tun hat, sondern mit Entscheidungsfindungen. Ja, wir sind ja gar nicht mehr bei der Bildung, sondern ich sehe nur noch, derjenige hat dort und dort investiert. Das hat ja nichts mit Bildung zu tun. Das ist ja eine ganz andere Art von Information. Ja? Deswegen trennen wir das auch von dem moneyhero.io beziehungsweise von geldhelden.org, weil es eben ja schon ein anderer Bereich ist. Okay? Vielleicht noch ergänzend dazu zu sagen, also ihr müsst natürlich jetzt keine Experten sein im Optionshandel, um in die Gruppe oder um in die Mastermind von Vincent reinzukommen. Also die Mastermind wird natürlich schon alles rund um das Thema Optionshandel erklären und das ist ja auch einer der Benefits. Aber wir sprechen damit jetzt nicht die Leute an, die jetzt irgendwie Vermögen aufbauen wollen, sondern wie jetzt auch bisher in unseren Masterminds,
Wer schon mal so einen Pitch gesehen hat von André, von der NFT Mastermind oder von der IDO Mastermind, da muss man ja schon ein gewisses Startkapital mitbringen, um überhaupt in diesem Umfeld sinnvoll agieren zu können. Genau. Dann haben wir, was haben wir noch für eine Frage? Hier. Ich kriege doch auch einen Whitelist-Platz über das Rettungspaket. Ich würde da vielleicht mal eben ganz kurz auf die Kongressseite gehen, dann können wir uns das ja nochmal anschauen, was wir, was Marco da in das Rettungspaket mit reingelegt hat. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt. Kann ich dir jetzt einfach, da du teilst, ich blende mal deinen Monitor kurz aus. So, jetzt müsste man meinen sehen. Und wir haben ja hier oben das Rettungspaket. Da sieht man ja in dem Rettungspaket, da liegt einiges drin, 36 Umsetzungskurse, Videokurse, Coachings, Gutscheine und unter anderem liegt hier auch der Whitelist-Platz mit drin. Willst du da vielleicht noch was zu sagen, Marco, was du da genau oder was wir da genau reingelegt haben? Genau, also wir, also einige haben das ja schon im Vorfeld mitbekommen, dass wir mal eine Whitelist rausgeschickt haben. Es gibt halt die Möglichkeit, diesen NFT-Zugang zu dem MoneyHero Club für 0,222 ETH zu kaufen. Wenn ihr allerdings euch das Paket hier kauft, dann bekommt ihr den Zugang für 0,11 ETH. Also 111 ETH, das ist also drei Einsen. Genau, das heißt, ihr spart 0,33. Ja, genau, das ist dann der offizielle Verkauf. Also genau das ist der Unterschied. Also die Whitelist, die in der Packung drin liegt, in dem Rettungspaket, 0,111. Wenn ihr bei dem Webinar dabei seid, bei Vincent, das ist sowieso eine ganz andere Geschichte. Da geht es nämlich um die Mastermind. Da habt ihr einen ganz anderen Kurs. Aber wenn es jetzt ein Webinar wäre für den MoneyHero Club, dann hättet ihr die Möglichkeit, dort über eine Whitelist in 0,222 reinzukommen. Das ist der normale Preis. Und dann gibt es immer, das ist so typisch bei NFTs, es gibt einen Tag, einen Verkaufstag, wo man über eine Whitelisting kaufen kann. Das heißt, man muss in der Whitelist stehen, da kann ich dann kaufen. Das wäre 0,222. Für die, die im Rettungspaket 0,1 bezahlt haben, ist 0,111. Und wenn ich aber jetzt, ich habe das verpennt, ich bin nicht auf der Whitelist drauf, ich will aber trotzdem kaufen, dann gibt es immer noch mal einen zweiten Tag, also einen Tag später, wo ich dann eben den normalen Preis, also 0,333 ETH bezahlen muss. Eine kleine Strafe dafür, dass ich mich eben nicht rechtzeitig drum gekümmert habe. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ja, also wenn es nicht verständlich war oder ihr noch Fragen habt, also nutzt die Chance, wir sind live hier, Marco ist live hier, nutzt einfach die Kommentarfunktion und fragt, solange wir hier live sind. Dann die nächste Frage nochmal von Frank. Wie viel kostet die reine Clubmitgliedschaft, 0,2 ETH Bezahlmöglichkeit? Ich glaube, was das jetzt genau kostet, kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen und dann vielleicht nochmal über die Bezahlmöglichkeit. Das ist bestimmt auch interessant. Also, es kommt drauf an, auf welche Whitelist und wann du kaufst. Beim allerersten Launch ist es eben 0,111 für alle die, die in der einen Whitelist sind, 0,222 für alle die, die in der anderen Whitelist sind und die, die in gar keiner Whitelist sind, 0,333. Dazu muss ich aber sagen, dass ab dem zweiten Launch der Preis sich verändert, weil wir ja gesagt haben, dass wir niemals unter den Floorpreis gehen. Jetzt stell dir mal vor, du kaufst für 0,222 ETH zum Beispiel, kaufst du diese Mitgliedschaft und jetzt steigt der Preis auf 0,3 oder 0,4. Dann willst du ja nicht, weil du hältst ja da schon ein wertvolles Ticket, dass wir den wieder für 0,2 verkaufen. Dann würde ja der Preis wieder sinken. Und das machen wir auf keinen Fall, sondern wenn der Preis gestiegen ist, wird der nächste mit dem höheren Preis stattfinden. Wenn er 0,4 ist, dann 0,4 etc. Okay? Genau. Ach so, und Bezahlmöglichkeit, es ist, läuft über Ethereum. Das heißt, du zahlst mit ETH und du müsstest, also am Anfang geht es über ETH, einfach damit es einfach ist. Wir werden es mal umstellen über auf den MoneyHero-Token, aber ETH. Und um ETH zu kaufen, solltest du auf einer Kryptobörse irgendwo dir ein Konto anlegen. Zum Beispiel auf Binance. Wie gesagt, keine Empfehlung von meiner Seite. Google da einfach Kraken oder sowas oder Coinbase oder was es da immer alles gibt. Also gibt es ganz viele verschiedene Kryptobörsen. Einfach anmelden dort. Dann kannst du dort mit Euro ETH kaufen. Das sendest du dir da dann an deine MetaMask
und von da aus kannst du es dann mit einem Klick kaufen. Ja, Nick, das wird groß. Ja. So ist der Plan. Wie wirkt es sich auf den Moneyhero-Kurs bzw. die Liquidität aus, wenn er auf zwei Chains verfügbar ist? Sehr gute Frage, vielen Dank, Joe. Gar nicht. Erstmal, die Liquidität, also wenn wir den Token launchen auf der ETH-Blockchain, werden wir exakt gleich viel Liquidität und exakt gleich viele Token bereitstellen, wie es auf XTZ ist. Das heißt, es wird exakt der gleiche Preis sein. Was dann allerdings passieren kann, ist, dass die eine oder die andere Seite steigt oder fällt. Und da kommt dann die Zeit der Arbitrage-Trader. Das heißt also, entweder seid ihr das, wenn ihr clever seid, dass ihr beide Coins im Auge behaltet. Also ich erkläre das ganz kurz. Arbitrage bedeutet, dass du hast einen selben Coin, ihr kennt das ja, zum Beispiel der aktuelle Apecoin, ist ein Riesenhype. Den gibt es ja sowohl auf Coinbase als auch auf Kraken oder auf Binance. Ja? Jetzt ist der auf Coinbase oder auf Binance ein Stück höher oder niedriger. Wenn du jetzt aber mal 10.000 Stück der Token hier hältst und hier Geld für 10.000 Stück hältst, also zum Beispiel Euro oder sowas, und du merkst, hier steigt der, dann verkaufst du hier alle Token und kaufst sie hier wieder ein. Und dieser Unterschied zwischen dem Preis, den hast du dann als Gewinn gemacht. Und in dem Augenblick gleicht sich auch der Preis auf beiden Seiten wieder an. Das heißt, hier hast du ja verkauft, hier fällt ein Stück, hier hast du gekauft, steigt ein Stück. Und dann merkst du, und so schwanken die Preise. Es ist euch gefallen, dass auf verschiedenen Börsen verschiedene Preise gelten. Und das ist dann eigentlich die Zeit der Arbitrage-Trading-Bots, entweder, wenn du gute Bots hast, geht es über Bots oder eben über, keine Ahnung, musst du halt im Auge behalten, das Ganze. Also das wird definitiv so sein, dass es dann unterschiedliche Preise gibt, solange bis das jemand sieht und Kapital macht. Das ist halt der Markt. Schließt sich dann vielleicht noch die Folgefrage an. Kann man die auch dann bridgen? Also er meint jetzt wahrscheinlich, dass ich die von der Tezos auf Ethereum wechsel oder bridge. Sehr, sehr gute Frage. Kann man auf jeden Fall, nicht sofort. Wir arbeiten bereits an der Lösung und es ist echt einfacher als gedacht. Also wir haben ja jetzt schon die ganzen Smart Contracts für die Entwicklung aufgesetzt und wir dachten, okay, die Bridge, das wird eine der größten Herausforderungen, ist gar nicht so. Es ist relativ easy, also es ist relativ einfach zu lösen. Ich sage das jetzt einfach so, die Programmierer werden sich im Hintergrund denken, was erzählt er da, weil ich muss es ja nicht selber umsetzen, aber in dem, was wir bisher investiert haben an Zeit und Geld, ist das wohl relativ einfach umzusetzen. Das wird es geben und wir werden dann auch irgendwann früher oder später Launches ganz normal auf Tezos machen, aber am Anfang eben erstmal nur ETH, deswegen auch den ETH-Coin. Später, man kann das bridgen, kann man also sowohl ETH als auch XTZ, mit beiden kann man dann auch rein in den Club und kann dann auch später mal einen schönen Launch über XTZ machen, was nämlich viel günstiger von den Gebühren her ist. Hm. Genau. Okay, dann, es kommen jetzt hier ein paar Fragen rein, so generell Unterschiede. Moneyhero Club Zugang zu den Guardians-Entscheidungen und Mastermind ist spezieller. Also vielleicht lass uns noch mal kurz ein bisschen erklären, was erwartet mich als Teilnehmer von dem Moneyhero Club, der ja deutlich günstiger ist, und was erwarte ich, wenn ich halt eben in so eine Mastermind, in so eine Guardians-geführte Gruppe reingehe, wie eben jetzt zum Beispiel der Optionshandel von Vincent. Ja, also ich würde den Club noch mal erklären und du kannst ja mal die Mastermind erklären. Okay. Machen wir es so? Also, der Club ist der Zugang zu einem Discord-Channel, in dem ganz viele Guardians, also ganz am Anfang beim allerersten Mal nur ein einziger, aber mit jedem Launch mehr, Guardians ihre Investmententscheidung teilen. Das heißt, du bist in einem Discord-Channel und siehst, wenn jemand gerade investiert. Der eine schreibt, ich habe gerade eine Rolex gekauft. Der nächste schreibt, ich habe gerade in Aktien investiert, in Apple oder sowas. Der nächste schreibt, ich habe mir gerade Bitcoin gekauft und war für so und so viel Geld. So, das ist alles. Und es liegt jetzt an dir zu fragen, wie kommst du denn auf die Entscheidung zum Beispiel? Und dann kann es sein, dass eine Diskussion entsteht. Ja, dann kann es sein, dass zum Beispiel, bleiben wir mal bei Vincent, dass du fragst, ja, Vincent, vielen Dank für die Information, dass du jetzt die und die Option gesetzt hast. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Und dann wird der Vincent dir Antwort geben. Wenn du mehr erfahren willst,
dann komm mit in meine Mastermind. Und da sind wir jetzt bei Sebastian. Was ist eine Mastermind? Genau, in der Mastermind wird es so sein, dass ich dich, der Guardian, also es wird immer um ein großes Themenfeld gehen. Und jeder Guardian wird, wir haben es ja jetzt gesehen, am Samstag wird quasi die Vorstellung sein von Vincent, wo Vincent halt einmal sein Themenfeld erklärt. In dem Falle wird es jetzt der Optionshandel sein. Und du kannst dann von der Mastermind und von Vincent erwarten, dass du eben die kompletten Grundlagen erklärt bekommst, wie du Optionen handelst. Ja, also das wird erstmal damit anfangen. Vincent wird sehr viele Videos bereitstellen. Es wird wöchentliche Live-Calls geben, wo Vincent dann halt einen Abend halt wirklich so wie Marco und ich jetzt live zur Verfügung stehen. In dem Sinne oder in dem Falle wird es dann auch oft über Zoom gemacht, also dass du dann auch live mit drin bist und deine Fragen per Sprache und Video stellen kannst. Und so sollst du von dem Guardian quasi geführt und begleitet werden. Das ist, wenn man so will, so eine Rundum-Betreuung. Vincent wird immer offenlegen, was er für Trades macht, was er für Optionen handelt. Du kannst dich dann erstmal, wenn du willst, passiv mit Beteiligung erstmal so ein Gespür für bekommen. Du kannst all deine Fragen stellen zu den Trades. Du kannst auch aktiv gleich mitmachen. Und gerade bei solchen Investments wie jetzt eben Kryptowährungen oder Optionshandel, es ist ja ungemein, ich will jetzt vielleicht nicht sagen risikoreich, aber es ist eine extreme Lernkurve da. Also bei dem Optionshandel handelst du ja über diese Trader Workstation. Das ist ein Tool, was die Profi-Trader an den Börsen auch benutzen. Und so ein Tool ist alles andere als selbsterklärend. Also du kannst mal gerne bei Google das Wort Trader Workstation eingeben und dir mal Bilder angucken, wie diese Oberflächen aussehen. Und bei diesen Tools, die sind für Profis gemacht. Und da wirst du nicht dreimal gefragt, willst du wirklich? Sondern wenn du da irgendwo drauf klickst, dann bewegst du Geld. Und beim Optionshandel ist es ja so, dass du da viel mit Margen arbeitest. Das heißt also, du handelst so ein bisschen mit Geld, was du eher so im Hintergrund liegen hast. Also du hast so eine Art Nachschusspflicht. Und von daher sind das natürlich Themenfelder, die sehr, sehr lukrativ sind. Ja, also man kann ja schon mal spoilern. Vincent hat damit letztes Jahr über 46.000 Euro nur an Optionsprämien eingenommen. Ja, also die Verdienstchancen, er sagt ja von sich selber, das ist viel, viel lukrativer als auf Dividenden zu setzen. Aber eben sehr, sehr steile Lernkurve, es ist risikoreich, man muss genau wissen, was man tut. Und genau dafür sind halt eben die Masterminds da, dass sich halt niemand alleingelassen fühlt, sondern dass halt immer jemand da ist, zum einen natürlich der Guardian. Und dann wirst du sehen, in den Wochen und in den Monaten wird sich die ganze Community, die da mit drin ist. Also ich weiß nicht, ob jemand jetzt gerade zuschaut, der bei uns in der NFT oder in der IDO Mastermind drin ist. Also du hast das große Glück, dass du mit Gleichgesinnten in einer engen Verbindung stehst. Also auch ihr werdet da eine Möglichkeit haben, dann über Discord zu chatten, euch auszutauschen und ihr habt dieselbe Lernkurve. Also alle, die da drin sind, die haben genau die gleichen Probleme, genau die gleichen Ziele wie du. Und es ist echt richtig cool zu sehen, wie man da halt gemeinsam wächst und gemeinsam lernt. Und ja, das ist quasi die Mastermind. Ja, um nochmal in einen Satz zusammenzufassen. Im Money Hero Club wird der Vincent seine Trades bekannt geben, nachdem er sie getätigt hat. In der Mastermind wird er euch an die Hand nehmen und zeigen, was er genau tut, bevor er es tut. Ja, und das mit Lives, mit Chat-Anfragen und so weiter und so weiter. Ja, also das nochmal so zu unterstützen. Genau. Einen Moment, habe ich mich hier kurz verloren. Hier waren wir die Frage. Die NFT werden rein mit ETH oder dem MoneyHero-Token auf der ETH-Chain bezahlt? Genau, die werden am Anfang nur bezahlt auf der ETH-Chain. Diese fließen aber 1:1 in den ETH-MoneyHero-Token, also auf der ETH-Chain. Entschuldigung, nicht 1:1, sondern 50-50, also 50% ETH, 50% XTZ. Und daraus werden dann alle Kosten gedeckt. Ja, das heißt also, wenn ich zum Beispiel mal angenommen, wir bezahlen unsere Mitarbeiter wie auch in der Vergangenheit mit unserem Money Hero Token, dann kann es ja sein, dass der ein oder andere Mitarbeiter schon dieses Prinzip versteht und sagt, ja, ich nehme jetzt nur so viel raus, wie ich brauche diesen Monat, den Rest lasse ich mal liegen, weil inzwischen ist es ja so, dass keiner mehr anstaken kann oder die Staking-Verträge, die noch laufen, können das natürlich, aber nicht mehr neue Verträge gemacht werden. Das heißt, das Geld, was jetzt reinfließt, das bleibt dort auch dauerhaft drin. Das heißt, dauerhaft wird eher so eine Wachstumskurve da sein. Und was ich eigentlich noch nicht gesagt habe, ist,
Wie formuliere ich das? Wenn wir in eine gewisse Wachstumskurve reinkommen sollten, ja, also wenn das so eintritt, wie es jetzt aussieht, wenn das genauso durchdacht ist und so funktioniert, wie wir es durchdacht haben, dann werden wir früher oder später auf den Schirm von Tradern geraten. Ja, das ist nicht garantiert, aber das wird irgendwann passieren. Irgendwann werden Menschen, gerade auf der Tezos-Blockchain, bei Quiboswap zum Beispiel, ist es so, dass die Top 10 der Coins, die da sind, gar nicht so eine hohe Liquidität haben. Das heißt, wir werden relativ schnell, wenn das so alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen, wenn die Investoren, die übrigens fast alle total begeistert sind, mit allen, die ich rede, sagen, wow, ich bin auf jeden Fall, wenn die jetzt mit an Bord kommen, wir wirklich gute Launches machen und so weiter, dann wird das relativ schnell gehen, dass wir da vielleicht in Top 10 oder noch mehr auf Quiboswap auftauchen. Und das wird dann der Zeitpunkt sein, wo eben externes Kapital reinkommt, die gar nicht nichts mit dem Club zu tun, gar nichts mit den NFTs zu tun haben, die gar nicht irgendwie Money Hero an sich wollen, die gucken sich dann das Thema an, oh, die Money Hero ist gute Idee, ja, lege ich mal $10,000 rein oder lege ich mal $100,000 rein. Und das ist dann eigentlich das, was den Kurs bewegen wird. Ja, wir legen ja nur Liquidität rein. Das bedeutet, durch unsere Reingabe wird der Kurs sich gar nicht bewegen, weil wir ja immer auch die Token mit reinlegen. Also nochmal zur Erklärung, wir legen nicht nur zum Beispiel jetzt ETH in den Token rein, sondern wir legen zeitgleich auch entsprechende Menge an MYH-Token rein, sodass dass zwar mehr Liquidität drin ist, aber dass der Preis gleich bleibt. Okay? Und der eigentliche Anstieg, der funktioniert dann erst über Trader oder über euch, wenn ihr sagt, klingt spannend, vielleicht steige ich doch heute schon ein, weil bevor das losgeht, muss man ja dabei sein, nicht erst nachdem es losgegangen ist, dann ist es zu spät. Genau. Ja, dann haben wir nochmal hier zwei Lobkommentare. Perfekt, danke von Frank. Und einmal, das klingt super. Und auch hier von Joe kommt noch, das neue Projekt ist eine Revolution, tolle Chance. Dann haben wir nochmal von Frank die Frage, muss man über MetaMask gehen? Absolute Empfehlung. Macht MetaMask. Ihr könnt auch andere Wallets nehmen, aber MetaMask ist einfach der... Wie sagt man? Der Standard. Der Standard, genau. Also ja. MetaMask ist einfach schon so lange am Markt, dass man da, ich sag mal, schon viele Probleme gelöst hat, die andere Wallets noch lösen müssen. Dann haben wir hier noch die Frage, warum keine direkten ERC-20 ETH-Bezahlung? Doch, das ist so. Also ihr könnt die NFTs direkt mit ERC-20 ETH bezahlen. Hm. Über MetaMask. 1:1. Okay. Also diese Frage stellt sich gar nicht, weil es geht genau. Okay. Dann die nächste Frage. Gibt es einen bestimmten Mindestzeitraum, für die ein Guardian garantiert ist? Nee, es gibt keine Garantie und es gibt auch im Leben gibt es keine Garantien. Garantie ist eine Illusion. Was es aber gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Investment Guardians lange drin bleiben. Denn nur mal angenommen, denk dich mal diese Guardians hinein, diese Investoren. Und jetzt stell dir mal vor, du hast die Möglichkeit, vielleicht am Anfang weniger, aber später irgendwann mal 10.000 Investoren, dein Investment mit 10.000 Investoren. Ich meine, wir reden über YouTube-Follower oder Instagram Klicker oder sowas, die vielleicht ein Posting sehen und weiter scrollen. Wir reden hier über Menschen, die bereit sind, $600 oder $1,000 dafür auszugeben und an diese Information zu kommen. Und diesen Menschen habe ich jetzt die Chance, meine Information zu geben. Was passiert mit meinem Investment? Was passiert, wenn jemand nachfragt, wie ich auf die Idee gekommen bin? Ja, dann erzähle ich ihm das. Dann sage ich, ja, pass auf, wir besprechen das hier bei uns in irgendeinem Kurs oder so, wer weiß, wo die da sind oder in einer Telegram-Gruppe oder jeder Investment Guardian hat ja irgendwas, ja, und ich meine, der Wert ist ja nicht nur das Geld, sondern der Wert ist vor allen Dingen auch die Community oder hauptsächlich die Community. So, und das ist das eine, jetzt will ich trotzdem nochmal das Geld, wir haben ja uns gezeigt, ich zeige es euch nochmal ganz kurz, zack, jetzt kann man es nicht mehr so ganz sehen, aber
dass die Guardians, genau, die Guardians bekommen ja 50% der Gebühren. Und das ändert sich in dem Augenblick, wo ein Guardian nicht mehr aktiv ist. Dann werden wir ihn natürlich erstmal kontaktieren, fragen, was ist los. Dann kann er sein, dass er sagt, okay, ich hatte jetzt keine Zeit oder ich war im Urlaub und dies und jenes. Alles klar. Dann geht es weiter. Wenn er aber sagt, nach 2-3 Monaten oder so sagt, ey, ich komme nicht mehr dazu, sorry, ich mache da nicht mehr mit, dann würden ihm natürlich keine Gebühren mehr ausgeschüttet. Das heißt, es gibt noch einen zweiten Grund, neben der Community an sich, hier dran zu bleiben. Und es ist ja kaum Arbeit. Ich meine, ich investiere ja sowieso. Was hält mich davon ab, Copy-Paste das nochmal beim Money Hero Club zu machen? Und für euch sind es mega wertvolle Informationen. Für die Guardians ist es ein Klick mehr. Ne? Also von daher nochmal, es gibt keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die Guardians sehr lange oder vielleicht hoffentlich dauerhaft dabei bleiben. Genau, da können wir auch vielleicht einfach über die Erfahrungswerte sprechen. Also es ist ja nicht so, dass wir mit den Masterminds jetzt bei null anfangen, sondern wir haben ja schon laufende Masterminds und jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt den Mai und ich glaube, die älteste Mastermind, die wir jetzt haben, die ist im April letzten Jahres gestartet. Das heißt, die geht jetzt in den 13. Monat. Und jetzt auch in die Gespräche, wo wir reingehen, zum Beispiel mit Vincent, wir reden mal mindestens über 6 Monate, die dann quasi für Vincent da geblockt sind. Und eben wie Marco schon sagte, Vincent macht das ja auch schon seit Jahren, aber er macht das halt eben auf einem anderen, kleineren Level. Und von daher, ja, gibt es keine Garantien, aber mal mindestens 6 Monate sind mit Vincent da ausgemacht. Dann schauen wir uns nochmal die weitere Fragenliste an. Die hatten wir hier gerade. Das ist auch noch eine lustige, interessante Geschichte. Können sich die Mitglieder denn untereinander austauschen, wie beim Online-Stammtisch? Ja, das geht. Und zwar erstmal für die Guardians gibt es einen VIP-Channel. Das heißt also, Guardians haben ihren eigenen Channel nochmal, wo sie sich untereinander connecten können, was auch sehr wertvoll ist. Aber die Mitglieder haben die Möglichkeit, also ein Guardian kriegt einen Channel, wo er nur posten kann, wo keiner was diskutieren kann. Er kriegt aber noch einen zweiten Channel, wo man über seine Investments diskutieren kann. Okay? Und in diesem Channel könnt ihr euch connecten, könnt ihr euch austauschen. Wir werden natürlich, also wenn ihr wollt, können wir da auch gerne noch einen zusätzlichen Channel machen, wo man sagt, wie täglicher Talk oder sowas. Also sowas, so weit haben wir jetzt noch also das würden wir euch freilassen, diese Entscheidung. Aber Sinn, dass man dann vielleicht noch einen Kanal anlegt, wo ihr euch generell austauschen könnt. Ne? Aber was wichtig ist, ihr könnt euch unter jedem Channel des Guardians könnt ihr euch auch austauschen. Also es gibt auch immer einen Chat-Austausch in den Guardian-Dingern. Und übrigens, das geht auch über Audio. Genau, über Sprache, ja. Also Wer Discord nicht kennt, es ist eigentlich ein Chat Tool. Also ich kann wie in so einer Telegram-Gruppe oder in einer WhatsApp-Gruppe, alle, die da drin sind, können sich halt austauschen. Also das ist ja auch, also genau das wollen wir ja. Das ist ja einer der Mehrwerte, warum man eben in so einen Club reingeht, eben der Austausch untereinander. Genau. Aber wir wollen den auch mit euch gemeinsam aufbauen. Also von daher ist es auch gut so, dass wir nicht von Anfang an alles schon für euch vordenken, sondern dass wir eben regelmäßig einfach euch fragen, was wollt ihr denn noch, was vermisst ihr noch? Und das ist dasselbe mit den Bots. Wir haben ja vorhin über Krypto- und NFT-Bots gesprochen. Da wird noch viel passieren und wir haben ganz viel Luft nach oben sozusagen. Wir starten gerade erst. Genau. Ja, Sandra, dann, wir danken für deine Fragen und vor allem für dein Interesse und sehr gerne. Dafür sind wir ja da, dass wir die Fragen jetzt hier alle beantwortet bekommen. Genereller Chat wäre super. Ja, wie gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Und ja, momentan sind wir jetzt durch die aktuelle Frageliste durchgeklickt. Ich würde sagen, wir machen natürlich nochmal den Aufruf. Ich sehe hier auch an der Zuschauerzahl, die ist stetig am Steigen. Die Leute werden langsam wach und gucken mit rein. Also wenn ihr nochmal Fragen habt hier zum Money Hero Club oder zu den Masterminds, zu den Guardians, dann noch sind wir live. Nutzt die Chance. Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz geldhelden.org/Option hervorheben. Da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Das wird so der erste Aufschlag sein. Der Guardian Vincent wird am Samstag, den 7. Mai, seine Mastermind
vorstellen und über den Optionshandel berichten. Wer damit dabei sein will, kann sich jetzt schon auf geldhelden.org/Optionen eintragen. Dann, wie spät ist es in Thailand? Ich glaube, du bist 5 Stunden momentan vor uns. Dann ist wahrscheinlich 15:10 Uhr. Ja, 15:10 Uhr. Genau, dann hätten wir die Frage auch. Und ich würde vielleicht nochmal auf das Rettungspaket eingehen. Wir haben das ja jetzt gezeigt auf unserer Seite geldhelden.org/Finanzcrash. Ich würde auch das nochmal eben in die Kommentare posten. Dann kannst du vielleicht gleich mit live mit drauf gucken. Das Rettungspaket besteht, wie gesagt, aus 36 Beigaben von unseren Speakern hier, von Live-Umsetzungskurse, ja, wie man zum Beispiel Aktien mit 10-fach Potenzial findet, ja, oder der Relaxed Investor-Kurs. Auch das sind schon mal Mini-Masterminds, sage ich mal, auf eine beschränkte Zeit. Hier geht es über 3 Abende, 2 Abende, wo dir halt dann die jeweiligen Profis und die Experten live zur Verfügung stehen. Wir haben noch Live-Webinare, ganz viele Videokurse. Ja, wer jetzt bis nächste Woche mal in den Optionshandel reinschnuppern will, Vincent hat so einen Intensivkurs reingelegt. Vielleicht die ideale Vorbereitung für nächsten Samstag. Hier hast du nämlich schon die Chance, dir so ein bisschen das erste Know-how, so ein kleines Gespür dafür aufzubauen, was mit dem Optionshandel alles machbar ist. Und dann, wie schon gesagt, eben, wenn dich der Money Investment Club interessiert, hast du über das Rettungspaket die Möglichkeit, dir einen vergünstigten oder den Whitelist-Platz zu sichern für einen vergünstigten Einstieg von nur 0,11 ETH. Und das ganze Paket, wir haben es hier oben gesehen, kannst du kaufen für momentan 399 Euro. Wir haben es ja gesagt, das Paket wurde jetzt in der Woche teurer. Also wer jetzt noch Interesse hat, sollte zuschlagen, denn morgen wird es, wie du es gewohnt bist, nochmal teurer werden. Also wer mit dem Euro arbeiten will, der kann jetzt kaufen für 399 Euro. Und ansonsten, wir haben jetzt, wie lange haben wir jetzt gesprochen? Sebastian, 1 Stunde. Ja? Darf ich dich da kurz unterbrechen? Morgen wird es ja geben, das Paket. Heute ist Sonntag. Heute ist der letzte Tag. Ach, heute ist, ja, sorry. Heute ist der letzte Tag, an dem man das Paket kaufen kann. Genau. Entschuldigung. Ja. Das ist eine gute Information. Ab heute Mitternacht wird es das Paket nämlich nicht mehr zu kaufen geben. Genau. Die 9 Tage sind leider schon wieder um. Und genau, deswegen nutze die Chance heute noch. Ansonsten, wir haben jetzt über den EO-Token viel gehört. Marco hat ja die Konzepte vorgestellt, wie wir das Ganze weiterentwickeln. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, statt das Rettungspaket zu kaufen, über das Halten, also über das Staking vom Money Hero Token zu erhalten. Wir haben dir hier eine Infograf gemacht, wo so ein bisschen die Vorteile sind. Natürlich, Money Hero Token, Marco hat es gesagt, ist eine Kryptowährung, hast natürlich keinerlei Garantien, dass die Kurse steigen, schwankend, aber du hast gesehen, was wir vorhaben, wo wir hinwollen. Und wenn dir die Konzepte gefallen, du quasi davon mit überzeugt bist, hast du halt hier gegenüber dem Eurokauf natürlich ganz andere Möglichkeiten. Du kannst die Rewards verdienen, du behältst nach dem Staking den Zugriff auf deine Tokens, der Wert kann steigen, der kann sich entwickeln. Ja, du kannst mit deinen Tokens im Anschluss wieder weitere Kurse staken, weitere Kongresspakete staken, denn auch das haben wir ja schon gesagt, wir werden jetzt natürlich nicht aufhören mit den Kongressen, sondern gerade die Kongresse werden wir verstärkt weitermachen. Und du hast dann natürlich auch die Möglichkeit, wie bei jeder anderen Kryptowährung auch, du kannst natürlich die Kryptowährung tauschen in andere Währungen oder dir auch wieder in Euro auszahlen lassen. Ansonsten haben wir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in Videoform. Wir haben eine lange FAQ geschrieben, die du unten auf der Seite findest. Also wenn du mit in den Money Hero Token mit rein willst, hier investieren möchtest, dann bekommst du dann auch dafür den Zugang zum Rettungspaket. Genau, dann schaut euch nochmal eben in unsere Frageliste rein. Wie wird man informiert, ob der Whitelist-Platzeintrag funktioniert hat? Die Bewerbung meine ich. Ja, das ist ja ein Google-Formular und wenn du deine E-Mail-Adresse da eingetragen hast, dann solltest du eine E-Mail erhalten. Ich glaube, du musst die auch sogar eintragen. Aber unabhängig davon siehst du auch, wenn das Google-Formular beendet ist, kriegst du eine Danke-Anzeige. Also da steht da irgendwie,
danke, dass du das Formular ausgefüllt hast und so weiter von Google. In dem Augenblick bist du auch drin, bist du auch drauf. Genau. Gibt es eine Mail, dass man draufsteht? Es gibt keine Mail, du bekommst dann einfach die Danke-Seite von dem Google-Formular angezeigt und damit stehst du dann auf der Whitelist. Genau. Und seid euch sicher, dass ihr die Einträge da richtig macht. Überprüft das nochmal, weil wir natürlich die ETH-Adressen, die ihr uns da rein kopiert, die hinterlegen wir in dem Smart Contract. Das heißt, ist die ETH-Adresse nicht in dem Smart Contract drin vorher, dann könnt ihr da nicht drauf zugreifen. Dann kriegt ihr eine Meldung halt, dass ihr nicht auf der Whitelist drin seid. Deswegen kontrolliert das noch dreimal, dass ihr eure richtige oder die richtige ETH-Adresse dahinter legt. Ja. Genau. Habt ihr eine Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten einzusteigen mit Terminen? Die Frage verstehst du. Ich vermute mal, wann jetzt die einzelnen Whitelist-Plätze geöffnet werden. Also vielleicht nochmal, wie wir jetzt vorgehen. Also wir machen jetzt nicht, dass wir den Club zuerst eröffnen, sondern wir werden jetzt mit dem ersten Guardian die Mastermind eröffnen und damit auch quasi den Club eröffnen. Also das heißt, diesen 0,11 ETH-Club-Zugang, den wird es jetzt nicht bei diesem Gratis-Webinar am 7.5. geben, sondern wir wollen natürlich erstmal mit den ersten Guardians anfangen, bevor der Club dann auch die entsprechenden Mehrwerte hat, weil der Club wird natürlich von den Guardians leben und da ist natürlich so dieses klassische Henne-Ei-Problem. Von daher haben wir gesagt, wir fangen einfach mal mit den Hennen an. Die erste Henne quasi wird euch am 7.5. vorgestellt. Vincent, der wird dann natürlich für das erste Leben in dem Club sorgen und dann wird es Schlag auf Schlag gehen. Wir werden die aktuellen Masterminds umstellen. Wir haben ja gestern, wie gesagt, mit dem YouTuber NFT Crypto Games eine Play-to-Earn Mastermind in der Pipeline und so wird sich das dann sukzessive fortführen und sobald wir da zwei, drei Guardians drin haben, dann macht natürlich auch dann der Club Sinn, den Club zu eröffnen. Absolut. Und wahrscheinlich wird die Eröffnung, also die Einzeleröffnung nur Club ohne Mastermind, wird wahrscheinlich aber auch schon mit einem neuen, größeren Guardian stattfinden. Ja, also so dieses Platzhalter-NFT gar nicht benötigen, sondern dass wir wirklich direkt mit einem Guardian reingehen. Also so, dass ein bisschen was los ist. Cool. Genau. Dann nochmal von Frank, kannst du zum Money Hero Staking Portal nochmal ein Wort sagen? Kannst du das mal aufrufen? Ja. Blende dich mal aus. Die Frage ist jetzt, meinst du, wie das funktioniert oder was meinst du genau? Also es gibt verschiedene Staking-Pools. Der Pool, der erste, wenn du da mindestens $500 stakest, dann kommst du, das steht auch da alles an der Seite beschrieben, dann bekommst du an dieses Finanzcrash-Rettungspaket dran. Genau. Wenn du weniger stakest, zum Beispiel $100, dann siehst du verschiedene Kurse. Da kommst du zum Beispiel in einen Kurs oder sowas. Das heißt also, der Jupiter-Pool, der bleibt auch dauerhaft bestehen. Man kann auch in Zukunft weiterhin staken im Jupiter-Pool. Und wie gesagt, ab $500 wird ja dann auch dieses Paket angezeigt. Genau, der Saturn-Pool, der nächste, das ist eigentlich der Pool für die Mastermeisen bisher. Der wird jetzt übergangsweise auch noch stehen bleiben und weiter funktionieren. Aber die NFTs sollen natürlich diesen Pool ersetzen. Ja? Das heißt also, die nächste Mastermind und die Fortsetzung alter Masterminds wird dann wahrscheinlich nicht mehr über den Pool stattfinden, kann aber auch noch passieren, wissen wir noch nicht so genau, sondern eher über NFTs. Und damit wird dieser Saturn-Pool überflüssig. Und dann gibt es noch den Liquiditätspool, ne? Das können wir ein Stück weiter. Genau. Den Uranus-Pool. Genau, und der Uranus-Pool, das ist der Liquiditätspool. Das ist eine etwas besondere Sache. Da kannst du in den Money Hero Token hinterlegen. Dafür beschäftige dich mal damit. Wir haben das dort erklärt. Da gibt es irgendwo einen Link, glaube ich, zu einer Erklärung. Da musst du eben quasi erstmal auf, genau, Tutorial. Da musst du erstmal auf Quibo Swap Liquidität hinterlegen. Dann kriegst du 9 Token. Ja. Und mit diesen 9
den Token, den kannst du dann hier staken, kriegst du recht hohe Rewards. Genau. Da muss man dann auch wissen, was oh Gott, wie heißt das? Diese Verschiebung der Wertpaare. Also da genau. Muss man sich auf jeden Fall einmal das Tutorial anschauen. Impairment Loss heißt diese Geschichte, vielleicht da auch nochmal sich einlesen, weil der APR ist hier entsprechend höher, weil natürlich auch bei der Liquiditätbereitstellung das Wertpaarrisiko quasi mit berücksichtigt wird. Genau, weil das Risiko auch höher ist. Also beschäftigt euch damit, wenn ihr da rein wollt. Das haben wir vor allen Dingen bereit für diejenigen, die sich mit dieser ganzen Kryptotechnologie bereits gut auskennen, die erwarten halt einen Liquiditätspool. Also für die ist das gedacht. Dahinter liegen auch keine Kurse. Ne? Also nur, eigentlich Grunde ist für euch eigentlich der Jupiter-Pool spannend. Da einfach $500 mindestens reinstecken und genau, dann kriegt ihr Zugang zu dem Paket und zu den anderen Kursen. Genau. Dann, wenn ich das Rettungspaket gestaked habe, dann kriege ich keine E-Mail, oder? Das glaube ich schon, oder? Ja, du solltest, also nach dem Staking sollte es so sein, dass du auf eine Seite kommst, wo einmal so eine Danke-Seite, und dann bekommst du, je nachdem, welche Summe du gestaked hast, bekommst du quasi eine Liste mit den Kursen, mit den Rettungspaketen, die du dir dann halt eben eins davon halt aussuchen darfst. Und diese Seite sollte auf jeden Fall kommen. Und wenn du dann halt auf Access klickst zum jeweiligen Paket, dann wirst du gefragt, willst du wirklich, weil diese Entscheidung kann nicht rückgängig gemacht werden. Und dann landest du quasi bei uns in der Academy und hast dir halt diesen Kurs oder das Kurspaket oder das Kongresspaket freigeschaltet. Sollte das bei dir nicht passiert sein, dann ich teile einmal mit dir unsere Telegram-Gruppe. Dann kommst du bitte hier in unsere Telegram-Gruppe und suchst mich oder den Nick Bender und dann kann einer von uns dir helfen, damit du dann den gewünschten Zugang erhältst. Ich meine nicht die Danke-Seite, sondern wenn der Launch startet, dass man dabei ist. Ach so. Ja, wir schreiben vorher eine E-Mail, wann der Launch ist, klar. Also das ist selbstverständlich. Also dafür machen wir eine Whitelist, damit wir eure E-Mail-Adressen haben und damit wir euch Bescheid geben können, wann es losgeht. Übrigens, ich sehe gerade im Augenwinkel, Nick hat geschrieben, ja, das geht. Also da gibt es wohl scheinbar die E-Mail. Ne? Also nochmal zu der Frage davor, ne? Es wird eine E-Mail geschickt, also ja. Ja, genau. Genau. Genau, den Jupiter-Pool hat. Sind die Total Staked meine Money Hero Tokens? Die Total Staked. Ja, das sind. Warte mal, ich zeige das nochmal ganz kurz. Und zwar, es geht jetzt hier um diese Frage hier unten. Sieht man jetzt in dem blauen Feld, sieht man meine Maus? Sieht man das? Ja. Ja. Hier unten steht dieses Total Staked. Und das ist jetzt quasi mit der Wallet, mit der ich jetzt die Seite aufgerufen habe, mit der Wallet sind mal 8 Millionen Money Hero Tokens in dem Jupiter Pool gestaked worden. Ja, das sind nur meine. Und vielleicht an der Stelle auch, die Frage bekommen wir auch immer wieder gestellt, warum verändert sich hier der US-Dollar-Wert? Nehmen die Leute so viel raus oder fließt dann mal ad hoc so viel rein? Der TVL, der berechnet sich anhand von dem aktuellen Kurswert. Also der Jupiter Pool hat so und so viel Tokens drin liegen und der TVL zeigt den US-Dollar-Wert nach dem aktuellen Kurs an. Also geht der Kurs nach oben, springt auch der US-Dollar-Wert, geht der Kurs nach unten, fällt auch der US-Dollar-Kurs. Also der US-Dollar-Kurs hier ist kein Indikator dafür, ob Geld aus dem Jupiter Pool raus oder groß reinfließt. Das vielleicht auch nochmal. Ja, was man da vielleicht verstehen muss, ist der Unterschied zwischen prozentual. Wir sind es immer aus dieser Zinsgrund, dass wir so und so viele Prozent Zinsen kriegen. Hm. Ist aber hier nicht so. Hier gibt es eine bestimmte Menge an Token. Und je nachdem, wie Staker da sind, wie viele Token da sind und so weiter, verändert sich eben im Laufe dieser Wert. Und das ist halt ein dünner Prozess. Das Weiterleiten zur Akademie hat da nicht funktioniert. Ich suche die Idee. Gut, genau, mach das. Okay. Ja, ansonsten haben wir hier noch ein paar Danke
Posts bekommen, aber soweit dann keine weitere Frage mehr reingekommen. Gut, dann, wir haben euch das neue Konzept vorgestellt, wir haben euch den Club vorgestellt. Ihr wisst Bescheid, am 7.5. ist das nächste Gratis-Webinar. Und von daher sind wir meiner Meinung nach am Ende angekommen. Hast du noch was, Marco? Ja, also ich will mich auf jeden Fall erstmal bei allen bedanken, die ja erst fleißig zugeschaut haben und bis jetzt noch da sind. Das ist ja Wahnsinn. Aber eben auch generell bei allen, die es im Nachhinein gucken, bei allen Geldhelden, bei allen, die uns in dem Prozess der letzten 5 Jahre begleitet haben. Denn ich will mich mal ganz kurz reflektieren, was ich so in den letzten Tagen erlebt habe. Ich spreche gerade eben mit vielen Investoren, die im Grunde ja, also mir danken, dass es so ein cooles Konzept ist, was wir jetzt gerade umsetzen. Das wäre aber nie passiert, wäre niemals eine ohne Team, ohne euch, also ohne das, was in den letzten Jahren gut und schlecht gelaufen ist, wären wir niemals so weit gekommen, überhaupt eine Idee zu entwickeln, die in diese Richtung geht, also die sowas Gutes und wirklich Revolutionäres hervorbringt. Ja? Zum Beispiel einige, die halt NFTs irgendwie mal gehört haben, dass das verrückt ist, wie das steigt und so weiter, die sind dann völlig dagegen. Aber was wir mit den NFTs gerade machen, das hat ja nichts mehr mit Spekulation zu tun. Wir geben ja den NFTs jetzt einen richtigen, fetten Wert, nämlich eine Utility, also ich habe einen Zugang zu vielen Investoren, wo ich Informationen bekomme und so weiter. Und das ist halt eine Sache, die man nicht mal eben so von jetzt auf gleich entwickelt, sondern wo man eben über lange Jahre, über viel Erfahrung in dem Markt auch, wie funktioniert das Ganze. Da gibt es auch mehrere Ebenen. Einmal muss man es technisch verstehen, überhaupt nicht tue. Das heißt, man braucht jemanden, der das kann. Da muss man aber auch dahinter die Strategie verstehen und so weiter. Da muss man euch verstehen, also dass man weiß, was ist denn euer Schmerz, also dieses Entscheidung treffen und so weiter. Und man muss die Investoren verstehen. Was wollen die denn und so weiter? Und genau, also ich kann auch sagen, vielen, vielen Dank. Wir wären niemals so weit und hätten niemals so ein geiles Konzept entwickelt, ohne euch, ohne euer Feedback, ohne diese ganze Beteiligung in der Community und vor allen Dingen niemals ohne die Fehler, die wir gemacht hätten. Also vielen Dank auch für die Fehler, die wir haben. Genau. Ja, sehr schön. Dann sind wir am Ende angekommen und ich möchte die Chance noch nutzen. Um 12 Uhr wird es dann weitergehen, wie du deinen Money-Typ aktivierst und entspannt in der Krise ein Vermögen machst. Das Ganze wird dir dann präsentiert von Doris Schlechtl. Also von daher die Einladung von uns hier an dieser Stelle, um 12 Uhr wieder einschalten und den Finaltag noch mitgenießen und mitnehmen. Und wie gesagt, das Rettungspaket haben wir vorgestellt. Heute letzte Chance, bis Mitternacht noch die Chance, das ganze Rettungspaket in Euros zu kaufen. Und ab morgen dann ist nur noch das Staking mit dem MoneyHero-Token möglich. Gut, von meiner Seite aus auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen dir noch einen schönen 1. Mai, einen schönen Sonntag. Und ja, wenn noch Fragen sind, du findest uns ja in der Community, in der Academy. Wir haben den Telegram-Link gepostet. Von daher komm einfach auf uns zu mit deinen Fragen. Und ansonsten freuen wir uns wieder, wenn wir dich um 12 Uhr hier sehen. Ja, vielen bis Dank. Dann. Und ciao. Viel Erfolg bei der Umsetzung. Ciao. Ciao.